Schön, dass du da bist. Jo, diesmal geht es darum, dass wir uns anschauen, dass wir die Karten befragen, wie du aus einem Teufelskreis rauskommst, in dem du schon länger steckst. In Sachen Liebe. In einer Situation, die dir schadet, also wo du selbst erkannt hast, es schadet dir. Das kann sein, ein Kontakt mit einem Menschen, das kann eine Situation sein, das kann ein immerwährender Zustand sein in Sachen Liebe, wo du selbst bereits dastehst und sagst, ich habe erkannt, das ist meinem eigentlichen Ziel in Sachen Liebe nicht förderlich. Ich behindere mich damit selbst durch diese Verstrickung. Oder es behindert mich eine Situation oder der Kontakt mit einem Menschen, also wo du das bereits für dich erkannt hast und sagst, okay, das möchte ich gern verlassen, diese Situation, da möchte ich gern aussteigen. Und diese Legung soll das beleuchten, okay, wie kannst du das tun? Weil wenn es so einfach wäre, dann wäre es dir eh schon längst ausgestiegen. Na, nehme ich mal an. Also es möchte gern dieses kollektive Orakel da eine Spur tiefer gehen in dieser Sache. Und vielleicht kannst du da ja einen spirituellen Impuls abholen. Das wäre schön. Beachte aber dabei, es ist ein kollektives Orakel. Es kann nicht auf jeden zutreffen und es ersetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Aber vielleicht ist der ein oder andere Impuls dabei und es möge dich dabei unterstützen, einfach der innere Freiheit wieder zu erlangen aus für dich schädlichen Kreisläufen, toxischen Mustern oder Situationen auszusteigen, damit du dein Leben auf eine Art und Weise führen kannst, ein Stück weit leichter, wie es dir entspricht, deinem Naturell entspricht und deiner Liebe entspricht. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Stapel Nummer 1, schön, dass du da bist. Wenn du magst, dann hör dir das Intro bitte an, da wird ganz ausführlich beschrieben, worum es da in diesem Auswahlorakel geht. Das wäre in diesem Fall sehr wichtig, damit du wirklich weißt, worum es im Kern geht. Stapel 1. Also. Dann möchte ich gern gleich losstarten. Warum? Oder was hat dich an diese Situation in diesem Kreislauf, in diesem toxischen Kreislauf, in diesem Teufelskreis, in Sachen Liebe überhaupt gebunden? Bisher, wo du jetzt eben sagst, okay, da möchte ich jetzt keine Ehrenrunde mehr drehen. Das kann eine On-Off-Beziehung sein, das kann eine Situation in einer Liebesbeziehung sein, also da kann es um eine Verhaltensweise gehen, da kann es um einen Kontakt mit einem Menschen gehen, da kann es um eine Situation gehen, in welchen, vielleicht zum Beispiel um eine
Liebesdreieck, ja, wo du sagst, du möchtest nicht mehr die Geliebte sein. Wenn du ein Mann bist, traust du das um, ich sprich immer aus der Sicht einer Frau. Ich danke dir für dein Verständnis. Also es können vielfältige Situationen sein, aber auf alle Fälle Situationen, Sachen Liebe, wo du sagst, das hat mir nicht gut getan, das tut mir nicht gut und diesen Kreislauf möchte ich durchbrechen. Und wir fragen jetzt nur mal, was hat dich denn überhaupt daran gebunden, dass du in den Kreislauf drin geblieben bist? Stapel 1. Das ist ja sehr interessant zu wissen, was da unten drunter liegt. Welches Bedürfnis oder ja, welche Angst? Was auch immer. Wir schauen mal, was sie zeigt, Stapel 1. Ja? Ich hätte nur gern A-Karten klären. Das, was dich in diesem Kreislauf, in dieser Situation gehalten hat, bisher Stapel Nummer 1. Aha, da liegt er schon. Der König der Schwerter, der Königin der Kelche ist, oder war, nehmen wir es gleich in die Vergangenheit, eine Vorgehensweise von einem Mann. Und zwar eine sehr kalte Vorgehensweise. Kalt im Sinne von hart. Und zwar, da geht es um eine Situation, also um einen Schlagabtausch, aber wo keiner gewinnen kann. Ja, die fünf Schwerter ist an der herausforderndsten Karten des Tarot insofern als, dass das wie ein Kriegsschauplatz ist, aber nicht offensichtlicher Streit, sondern ja, es ist einfach das kann sein von Lügen, über Betrug, über einfach sich einander Schmerz zufügen, wo aber nichts dabei rauskommt, also außer Verletzte. Ja? Also es geht kein Gewinner aus der Situation raus. Und es liegt da der Gegenüber, Stapel Nummer 1, als König der Schwerter. Und die Frage war jetzt, okay, warum bist du bisher in der Situation geblieben, ja? Übrigens, der Schlagabtausch hat dazu gedient, deinen Wert. Die 9 der Münzen ist einfach eine Karte des Wertes. Der einer Frau, die sehr unabhängig ist, die um den Wert weiß, die frei ist, innerlich, auch materiell. Also gar keine schöne Situation. Warum bist du in der Situation geblieben? Weil deinerseits Emotionen da waren oder sind und oder sind und weiters, weil du die Aussicht hattest, die drei der Stäbe und die vier der Stäbe auf eine Partnerschaft, ja,
Weil etwas in dir in einer Art Warteposition geduldig drauf geschaut hat, okay, vielleicht wieder doch mehr draus. Aber so ganz, ganz unschön abgelaufen ist oder abläuft, ja. Und die Königin der Kelche ist schon jemand, der sehr verständnisvoll ist, der sehr, also diese Frau achtet einfach auf ihr Herz, ja. Also das bist du, auch wenn du ein Mann bist, ja, dann drehst es bitte um. Sehr verständnisvoll, einfach, ja, wenn da einfach Gefühle da sind, dann war es einfach so bei dir, dass du in dieser unschönen Situation, in dieser für dich ganz harten Situation, sehr verletzenden Situation geblieben bist, weil etwas in dir gesagt hat, okay, gut, vielleicht, wenn ich nur genug Geduld habe, dann entwickelt sich doch eine Partnerschaft daraus, ja. Ja, wenn du die da wiederfindest, dann schauen wir weiter. Also anscheinend hat sich nichts entwickelt, weil sonst würdest du dieses Orakel nicht schauen, sonst würdest du es nicht als Teufelskreis empfinden, als ewige Spirale und etwas, was dir schädlich ist und war, wo du aussteigen möchtest. Stapel 1. Dann schauen wir mal, was dich dabei unterstützt, dass du dauerhaft aus diesem Kreislauf aussteigst. Stapel 1. Bin ich gespannt. Damit du ein glückliches Liebesleben führen kannst. Ist ein kollektives Orakel und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Stapel 1, das weißt du. So ist er gar nicht, kann es er gar nicht. Gut. Stapel 1. Was unterstützt sie dabei, dass du aus diesem Teufelskreis dich entbindest und befreist? Stapel 1. Stapel Nummer 1. Die allererste Botschaft ist, übrigens danke für dein Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal als Zeichen deiner Wertschätzung. Du hast die Möglichkeit, diesen Kanal gratis zu abonnieren, Glocke drücken, damit du immer wieder informiert wirst, sobald er Videogeschenk von mir online geht. Danke dir sehr dafür. Ich freue mich da ganz besonders drüber. Danke für die Wertschätzung. Stapel Nummer 1 von ganzem Herzen. Da macht es gleich noch viel mehr Spaß und Freude, ja, diese kollektiven Orakel zur Verfügung zu stellen. Stapel 1. Der erste Schritt ist, oder Rat der Karten für dich ist, mal langsam zu tun, mal das Tempo zu reduzieren, dich mal zu erden. Stapel 1. Erden. Mal ruhig werden. Mal Tempo drosseln. Ja?
dürfte ein sehr schnelles Tempo auch gewesen sein in dieser Situation, wo vielleicht da immer wieder was Überraschendes passiert ist. Ja? Tempo drosseln. Erster Rat. So, zweiter Rat. Oder zweite, nicht Rat, sondern das darfst du bewusst machen. Dieser Mann, um den es da geht, hat wirklich also schlechtes Gewissen, Albträume wegen der Situation. Also ihm geht es auch nicht so besonders. Also das ist jetzt nur zum Rande, aber das, was ganz wichtig ist für die, dieser Mann mag nicht loslassen. Also der mag in diesen 5 Schwertern, die ich zuerst beschrieben habe, ja in diesem Schlagabtausch drin bleiben, ja. Also das ist eine wichtige Info für dich, ja. Auch wenn du ein sehr sensibler Mensch bist, dann schau, dass du einfach energetisch dementsprechend reagierst, weil es kann sein, dass du das spürst, ja. Also deren Gegenüber möchte an dieser Situation festhalten. Ja. Ganz stark die Gedankenkraft, so du siehst, wie der klammert. Aber Fakt ist, du möchtest es nicht mehr, weil es dir schadet. Das ist eine wichtige Info für dich, Stapel 1. Nächste Info. Dabei unterstützt, auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Ein absolut neues Kapitel, neue Bekanntschaften. Kann das sein übers Internet, gell? Der Stern ist also immer so eine Karten, die auch fürs Internet steht, muss aber nicht, also wie es dir entspricht, ja, Stapel 1. Aber definitiv mit dem Narren ein komplett neues Kapitel und du siehst das selber. Ja, zwei Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, also definitive Offenheit für neue Begegnung, was ganz Neues. Und zwar das, was deiner Vision entspricht. Also nicht zu Hause sitzen und dich einschließen und Trübsalblasen rausgehen. Okay? Das ist nochmal untermauert mit der 3 der Kelche. Das ist wirklich, du siehst mal, die feiern und die haben einfach Spaß. Ja? Echt. Ja? Die Hohepriesterin zeigt mir da Stapel Nummer 1. Achte auf deine Intuition. Wie und wo und mit wem du irgendwo hingehst, Spaß hast. Oder eben einfach jemand Neuen kennenlernst, ja. Das ergibt es ja so oft und du folg einfach deiner Intuition. Diese Situation ist geschützt und behütet und du bekommst die Impulse. Stapel 1. Voll cool. Ich freue mich voll für dich. Bin mir sicher, du kannst es gut umsetzen. Stapel 1. Ich danke dir fürs Mit-Dabei-Sein. Ich hoffe, es war was dabei, wo du sagst, ah, lässig, da kann ich was damit anfangen. Und ich sage mal, bis bald. Viel, viel Segen für dich, Stella. Stapel Nummer 2. Schön, dass du da bist.
gefallen ist, ja. Vielleicht magst du das Intro anschauen. Da habe ich ganz genau beschrieben, um was in diesem kollektiven Orakel geht. Das wäre in diesem Fall sehr wichtig. Weil dann brauche ich da jetzt nicht alles nochmal wiederholen, weil sich die wenigsten die Intros anhören. Also in deinem eigenen Sinne wäre es sehr hilfreich, damit du weißt, was da überhaupt beleuchtet wird. Kollektiv, es ist jetzt keine persönliche Kartenlegung, das weißt du. Kann es ja gar nicht, soll es ja gar nicht. So, wir schauen uns mal an, Stapel 2. Was ist überhaupt der Grund, warum du bisher in diesem Teufelskreis geblieben bist? Was für Bedürfnis dahinter gestanden ist, was für Wunsch, was für Sehnsucht, ja? Oder was du dir da erhofft hast und das ist eben nicht eingetreten. Ja? Also was hat dich gebunden? Stapel 2. Weil wenn es so einfach gewesen wäre, wärst du schon längst aus dieser für dich schädlichen Situation oder aus diesem Kontakt, der dir nicht gut tut, etc. ausgestiegen. Jetzt schauen wir, ne? Stapel 2. Muss das dann noch klären, Stapel 2. Gut, alles klar. Stapel 2. Das, was dich bisher in dieser Situation oder in diesem Kontakt gehalten hat oder in dieser Konstellation, die du als Teufelskreis findest als toxisch für dich und als bremsend, ja, als nicht förderlich empfindest, dass du in einer einfach glückliche, also in Liebesthemen, in Partnerthemen wirklich glücklich sein kannst, wie es deinem Naturell entspricht. Das ist deine Bedürftigkeit, dein Mangel. Da gibt es etwas in dir, was nach was hungrig ist, was meint, nicht gesättigt zu sein. Und man sagt ja so schön, geh nie hungrig einkaufen. Da könntest du dir auf Dinge einlassen oder Dinge kaufen, die da wirklich nicht gut tun. Selbstwertthema, dass du deine Werte so weit runter gedrosselt hast, damit du vielleicht zumindest ein bisschen vom Kuchen abbekommst, den du dir so sehr wünschst. Das ist mal die eine Sache, warum du da drin geblieben bist in diesen Verwicklungen, in diesen Verstrickungen. Die zweite Geschichte ist die, dass dir in Gesprächen, ja, mit deinem Gegenüber oder in dieser Situation immer wieder gesagt wurde, was denn das, ich muss es zusammenfassen, ja. Also was man da nicht in der Zukunft gemeinsam tun könnte, wie wertvoll das nicht ist, was das nicht für Möglichkeiten bereitet, was das nicht für einzigartige Chance ist und wie man das nicht verwirklichen könnte, ja. Nur mit den vier Schwertern kam es dazu nie. Also du bist sehr erschöpft oder du bist sehr erschöpft.
Du kannst nicht mehr. Wirklich nicht. Schau, wie der da liegt. Ja. Das ist so diese Wunscherfüllung, gell? Was dir da in Gesprächen aber gesagt wurde, kam es nie. Immer wieder Stillstand, es ist immer wieder eingeschlafen, sozusagen. Aber gesprochen wurde viel drüber. Dadurch, eben, naja, besser ein bisschen was als gar nichts. Das hat die sozusagen vorangetrieben, da drinnen zu bleiben, bisher. Stapel 2. Gut, aber du magst ja jetzt da raus. Und wir fragen jetzt Stapel 2, was unterstützt sie denn dabei? Was kräftigt die? Welche innere Einstellung unterstützt dich dabei? Stapel 2. Wie kannst du dich entbinden aus diesem Teufelskreis in deine Liebessituation, damit du ein dir aus deinem Herzen heraus entsprechendes Liebesleben führst? Stapel 2. Stapel 2. Möchte gerne neue Impulse. Einzelne Impulse noch. Hoppala. Das nehme ich gleich so. Das ist spannend. Gut, ich zoome das mal näher und tue mal die zur Seite. Und ich fange gleich mal mit denen an, was sie da jetzt noch sehr interessant gezeigt hat. Stapel Nummer 2. Danke übrigens für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Ich freue mich sehr. Ja, du kannst diesen Kanal gratis abonnieren, das weißt du. Wenn du die Glocke drückst, dann wirst du immer über neue Videogeschenke informiert, die online gehen meinerseits, in unregelmäßigen Abständen. Ich freue mich sehr darüber, weil das ist ein Zeichen deiner Wertschätzung und das macht es einfach noch freudvoller und motiviert mich noch mehr, noch viele Videogeschenke und Orakel eben online zu stellen für dich. Danke, Stapel 2. Ich freue mich sehr. Was du tun kannst, Stapel 2, ist, dass du in deine Herrscherinnenkraft gehst. Was bedeutet das? Wenn du ein Mann bist, trass es bitte um mir. Die Herrscherin vereinigt alle Königinnen in sich, alle Elemente. Sie beherrscht eigenmächtig ihr Leben. Wir sprechen da von der Liebe, also ihr Liebesleben. Sie ist die Regentin ihres Liebeslebens. Also, wenn du in dieser Energie bist, dann ist eine Verstrickung in etwas Schädliches für dich gar nicht möglich. Denn du weißt um deinen Wert, du liebst dich selbst.
Du bist sicher und verankert in dir und du setzt die dementsprechenden Taten. Stapel 2. Vor allem, wenn du diese Energie stärkst, ja, die Herrscherin, dann geht es darum, dass du Entscheidungen triffst, ja, mit den Liebenden aus dem Herzen und zwar aus der Liebe zu dir selbst. Und da ist zu sehen, dass du an diesem, aus Liebe zu dir selbst, ja, das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern du befindest dich in einer toxischen Situation, ja, in einer Situation, die du als Teufelskreis empfindest, wo du sagst, boah, das tut mir gar nicht gut, das hält mich eigentlich ab, davon glücklich zu sein, ja, und jeder hat das Recht, einfach in Liebesdingen glücklich zu sein, ja. Und an dieser, weißt du, Berechtigung, Eigenermächtigung, dass du die dementsprechenden Entscheidungen triffst, darfst du ein Stück weit arbeiten, in dem Sinne, dass du das festigst, und zwar vor allem mit den dementsprechenden Taten. Der Stäbe tut und handelt dementsprechend. Und du kannst damit rechnen, dass dein Gegenüber, also um dem es da geht, wo du das eben also als ungesundes, toxisch empfindest, dich beobachtet, beziehungsweise dir immer wieder, also entweder dich beobachtet, sozialen Netzwerk oder wann du online bist, auf WhatsApp oder sonstigen Kommunikationskanälen, ja, oder, beziehungsweise dich vielleicht auch immer wieder kontaktiert. Das heißt, da gibt es Prüfungssituationen, wo du das üben kannst. Das war die erste Botschaft, was du tun kannst, darfst und sollst, unter Anführungszeichen, um diesen Kreislauf zu verlassen. Weitere Botschaft. Schau mal. Diese Dame sieht nichts. Kann es auf zwei Arten deuten. Und zwar, ich habe jetzt einen ganz starken Impuls innerlich. Schau nach innen, schau nicht nach außen, schau nach innen. In deine Gefühlswelt. Verschließe dich ein klein wenig von außen und schau nach innen hin, was du wert bist, was dir dein Liebesleben wert ist. Die 10 der Münzen ist eine der Karten, einer der Energien, die absoluten Reichtum widerspiegelt. Schau, wie wertvoll du bist, wie wertvoll dir ein glückliches, gesundes Liebesleben ist. Schau ganz genau hin und indem du deinen Wert erkennst und stärkst, und auch den Wert, ein dauerhaftes, glückliches Leben im Partnerbereich zu führen, das fokussierst, kannst du aus diesem Teufelskreis vielleicht aussteigen. Stapel 2. Noch eine Botschaft. Da ist eine ganz starke Energie der Wut, der Aggression, des Streites, ja. Der Ritter der Schwerter. Das kann Wutzorn in dir sein. Es kann aber sein, dass du in dieser Situation, die dir als Teufelskreis erscheint oder ist, oder mit dieser Person, um die es da geht, wo du sagst, boah, das ist eine never-ending story und hochtoxisch, schadet mir, zahlt mir nur Owe in Liebesdingen und behindert mich dabei, in eine angenehme Energie zu gehen, einfach was Schönes in der Liebe zu erleben.
Ja, also es kann sein, dass zwischen euch so immer wieder Streitigkeiten waren, scharfe Worte, hitzige Energie im Sinne von, also hitzig ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, weil das wäre der Stäbe-Ritter, aber so eine schnelle Energie, scharfe Energie im Sinne von übereilte, scharfe Worte. Wut, Zorn, Streit. Und du siehst es selber. Wende dich davon ab. Vor allem von den Emotionen, die damit verbunden waren. Das unterstützt dich dabei, dass du in Liebesdingen wirklich ankommst, zufrieden sein kannst und bist. Die achter Kelche, also werden verlassen und die zweiter Kelche füllt es auf zu den zehnter Kelchen. Das heißt, dass du hingehst zu einer gleichberechtigten, zum gleichberechtigten Miteinander, wo Mann und Frau einander gegenüberstehen, von Herz zu Herz und die Liebe auf allen Ebenen leben. So, mit der Energie ist es nicht möglich. Wende dich davon ab. Stapel Nummer 2. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Impuls mitnehmen können, Stapel 2. Ich danke dir fürs Mitdabeisein. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für dein Interesse. Und ich sag mal bis bald, ja? Viel, viel Segen für dich, Stella. Stapel Nummer 3. Schön, dass du da bist. Hast du dir das Intro angehört? Falls nicht, dann möchte ich dich dazu herzlich ermuntern, denn da habe ich ganz genau beschrieben, was da jetzt besprochen wird. Das ist nämlich in dem Fall wirklich wichtig. Und dann brauche ich da jetzt nicht alles wiederholen und kann mich auf die Kartenlegung für dich konzentrieren. Es ist ein kollektives Orakel und in keinem Falle setzt es eine persönliche Kartenlegung. Soll es auch nicht und kann es auch nicht. Aber ich hoffe, dass du dir den einen oder anderen Impuls mitnehmen kannst. Das wäre schon sehr viel. Wann das so ist, Stapel 3. Es hat mich sehr gefreut. So. Stapel 3, was hat dich überhaupt an diese toxische Situation, Liebesdingen gebunden bisher? Warum bist du nicht ausgestiegen? Warum, weißt du, was hat dich in diesem Teufelskreis gehalten? Wenn das so einfach gewesen wäre, dann wäre es ja schon längst ausgestiegen aus dieser Situation, aus diesem Kontakt, aus dieser Konstellation, ja, wo du erkannt hast, das schadet mir, das bringt mir in mein Liebesglück nicht weiter, das blockiert mich. Also, wir schauen Stapel 3. Was hat die da drin gehalten? In dieser Situation, Stapel Nummer 3. Das kann ich da sagen. Das war ein Lernschritt. Das ist jetzt ein hochinteressanter Stapel Nummer 3. Das ist ein karmischer Lernschritt gewesen. Für dich als Frau,
Also wenn du ein Mann bist, dreh es bitte um. Ich sprich aus der Sicht einer Frau. Da liegt die Herrscherin ja, um in deine Eigenmächtigkeit zu kommen. Wir sprechen von der Liebe in Sachen Liebe. Ganz starker Zyklus, karmischer Zyklus. Das ist wirklich eine karmische, wie soll ich sagen, Lektion. Das ist, also diese Lektion, ja, hast du nicht in diesem Leben ausgelöst. So sagen es die Karten, Stapel 3. Das war oder ist, wenn du in der Situation drinnen bist, eine Lektion, eine, damit du zu mehr Weisheit, zu mehr Bewusstheit kommst. Es ist wie, wenn du, dass du da in die nächste Klasse, unter Anführungszeichen, ins nächste Modul aufsteigst, dass du an Weisheit, an Bewusstheit gewinnst. Ja, das ist doppelt angezeigt. Ja, der Gehängte ist im klassischen Tarot wirklich die, mit diesem Erleuchtungskreis, wenn er seinen Blickwinkel verändert, wenn er was lernt. Und es ist so dort, dass es um eine Lektion des Ausgleichs geht, mit den Sechs der Münzen. Da ist was ausgeglichen worden. Jetzt wirst du sagen, naja, super, die Situation war aber nicht wirklich prickelnd für mich. Ja, das mag sein, sonst würde es nämlich nicht als toxisch empfinden. Verzeihung, den Versprecher. Aber diese Lektion, ja, ist, also die Lektion darin ist, dass du in deine Eigenmächtigkeit gehst und dass du sagst, okay, das war eine karmische Lektion, die war in meinen Seelenplan geschrieben, die habe ich in einem anderen Leben, also nicht verursacht, okay, gut. Und es darf jetzt auch abgeschlossen werden, ja, das zeigt sie mit der Welt um den Schicksalsrat. Es darf sie jetzt auch dran. Und zwar im Sinne deiner Eigenmächtigkeit, deiner Würde als Frau, als Mensch. Wo ist es gut, okay, und jetzt kreiere ich mein Leben selbst. Ich habe den Schritt der Weisheit, ich habe es gelernt, ja, ich habe es begriffen, ich habe die Einsicht gewonnen und damit ist ja der Ausgleich erledigt. Damit ist er gut. Also, was du auf die Frage Stapel 3, wieso hat er das überhaupt so festgehalten in diesem Kreislauf? Also das war wirklich eine Lernaufgabe. Also das war eine karmische Geschichte. Das hat so sein sollen. Manche Dinge sind einfach so, weißt du, die sollen so sein, dass, damit man gewisse Erkenntnisse macht und es liegt jetzt ein. Ja, aus. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, Stapel 3. Also ganz, ganz massiv hat diese Aufgabe und da. Aber es war auch schon mit drin, ja, Stapel 3, dieser Lernschritt, ja, diese Einsicht, dieser Schritt der Weisheit, des Bewusstseins, den du machen durftest. Und dann kann es auch weitergehen, ja, mit der Welt um den Schicksalsrat. Also da dürfen auch solche Zyklen abgeschlossen werden. Gut, Stapel 3. Was kannst du tun, um aus diesem Kreislauf, ja, aus diesem Teufelskreis auszusteigen? Was unterstützt dich dabei? Die dort zu entbinden. Stapel 3.
Stapel 3, was unterstützt sie, die dort zu entbinden aus diesem toxischen? Gefüge in Liebesdingen. Ja, damit du in eine gesunde Partnerschaft gehen kannst, dass da gut geht dabei. Was unterstützt dich? Ich zu mal näher. Also, erstens. Ich mach's so. Das Gericht wird im klassischen Tarot anders dargestellt. Da steigen so Personen aus Särgen raus und gehen dem Engel, der über ihnen schwebt, sozusagen entgegen. Das heißt, es ist ein Verlassen von einer ganz alten Struktur hinein in die nächste Ebene. Ja? Das, was du tun kannst, ist, in die Leichtigkeit zu gehen. Und wir haben es ja zuerst bei dieser Ananlegung, also zuerst für die ja im ersten Teil gesehen, dass das sowieso passiert, ja. Also dass, okay, du hast es jetzt so erleben müssen, unter Anführungszeichen, und es darf sie aber jetzt ertragen wieder, ne? Und das in Leichtigkeit. Also so nach dem Motto, das, was jetzt bei mir so da ist, ist, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Ja, also in dieses Bewusstsein gehen, okay, das hat karmisch so sollen sein, okay, und das darf auch jetzt wieder vorbei sein. Ja, und das mit Leichtigkeit, um einen neuen Weg zu gehen. Stapel 3. Nächste Botschaft, was dir unterstützt, ist das Ass der Schwerter. Die Entschiedenheit, und zwar die Entscheidung, aus Eigenmächtigkeit, du siehst da die Krone, deine Macht, deine Wahrheit, dein Herz, die Entschiedenheit zu sagen, gut, diese Lernaufgabe war wichtig, war karmisch, ich habe sie angenommen und jetzt entscheide ich mich, dass ich meine Erkenntnis gewonnen habe und ich habe meine Macht, Eigenmächtigkeit, die habe ich zuerst da beschrieben mit der Herrscherin, ich habe meine Krone jetzt wieder angenommen, meine Eigenmächtigkeit, mein Leben zu regieren, im Sinne dessen, was ist gesund, was tut mir gut, aus Liebe zu mir selbst, so sei es. Stapel 3. Danke übrigens fürs Liken, hat es dir gefreut, fürs Teilen von meinem Kanal, das freut mich auch sehr. So unterstützt du das Wachstum dieses Kanals und du weißt, dass du meinen Kanal gratis abonnieren kannst. Das freut mich immer ganz besonders. Glocke drücken nicht vergessen. Dann wirst du automatisch informiert, sobald ein neues Videogeschenk online geht. Danke für die Wertschätzung, die du damit ausdrückst. Dann macht es gleich noch viel mehr Freude und Spaß, diese Videogeschenke zur Verfügung zu stellen. Für dich und für möglichst viele Menschen. Danke, Stapel 3, ich freue mich sehr. Es ist wieder die Gedankenkraft da mit dem Ritter der Schwerter. Das heißt, Kraft deiner Gedanken, dass du, schau her, die Häuter, ihren Kelch, das ist die Liebe zu sich selbst und die Liebe, die sie auch zu geben hat. Als was ganz, ganz Wertvolles. Und sie weiß darum, entschieden, was sie hat, an Liebe zu geben. Ein gefüllter Kelch, ein Herz aus Gold sitzt da. Und um diesen Wert
Neun der Münzen. Weißt du? Du bist sicher? Hast du? Du bist genährt, erfüllt, wunderschön und hast viel, viel zu geben, zu bieten, einfach dadurch, dass du bist, was du bist und vor allem Liebe und dessen, ja, was das wert ist, was das wert ist. Wenn du dir darum immer mehr bewusst wirst, auch was du von deinen Gedanken her und dazu auch stehst und das auch klarlegst, sehr entschieden, schau dir mal an. Das unterstützt dich dabei, dass du dir aus dieser toxischen Verwicklung, ja, leichter entbindest, leichter das, oder sagen wir so, dem Schicksalsrad vielleicht so ein bisschen einen Schubser gibst und sagst, okay, es darf sie vollenden, ja, die Welt und das Schicksalsrad, es ist okay, also der Zyklus, bin bereit, dass sich dieser Zyklus schließt, ja, also ich muss nicht unbewusst an diesem Zyklus immer wieder festhalten, ja? Und nur eine Ehrenrunde drehen und nur eine Ehrenrunde. Stapel 3. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Ich mich urgefreut. Ich hoffe, du hast dir den einen oder anderen Impuls mitnehmen können. Ich sage mir bis bald. Viel, viel Segen für dich, Stella.